Was ist das erste Pokémon? Wenn wir nach dem Pokédex gehen, steht auf der 001 Pisasam. Auch wenn er eigentlich niemals gewählt wird. Das Pokémon, was zuerst designt worden ist, ist laut Ken Sugimori dabei Rihorn. Dicht gefolgt von Lapras und Pixie. Rihorn macht aber auch Sinn. Denn sein ursprüngliches Design taucht im Spiel immer wieder auf. Wie zum Beispiel beim Empfang der Pokémon Arenen. Das erste Pokémon, was wir dabei im Anime sehen, ist Mewtwo. Jedenfalls im Opening. Die ersten richtigen Pokémon, die wir dabei sehen, sind Gengar und Nidorino. Genauso wie eben im Videospiel. Was bedeutet Pokémon? Einfach gesagt Pocket Monster. Aus diesen beiden Wörtern entsteht dann nämlich das Wort Pokémon. Das ist ein sogenanntes Portmanteau oder anders gesagt ein Kofferwort. Zwei Worte werden hier zusammengelegt, um ein völlig neues zu bilden. Wie eben bei den Pokémon selbst. Pummeluff setzt sich zum Beispiel aus pummelig und fluffig zusammen. Bei Pikachu wäre es Pika, was auf Japanisch glänzen bedeutet, und eben Chu, was der Laut einer japanischen Maus ist. Diese Wortkombination gibt es für fast alle Pokémon. Was bedeutet das Symbol auf Ash's Cap? Das Symbol auf seiner ersten Cap soll ein L sein und Vorstellung, dass er in den nächsten 20 Jahren nur verlieren wird. Okay, nein. Eigentlich steht das L für die Pokémon Liga Expo. Seine Cap ist nämlich eine von 100 und super selten. Ab der Höhenregion wechselt er aber zu einer Cap mit einem stinknormalen Pokéball drauf. Oder halt ein Zeichen für Kack-Wi-Fi-Verbindung. Je nachdem, wie ihr es sehen wollt. In einer hat er dann keinen Wi-Fi mehr und einen kompletten Pokéball. In Kalos hat er immer noch kein Wi-Fi, dafür aber eine Waifu und sein Symbol ist minimalistischer. Und im Urlaub auf Alola gibt es das Zeichen einfach mal doppelt. In Pokémon Journeys hat er dann, naja, keine Ahnung, ein C auf seiner Cap. Und mir fällt gerade auf, dass es einfach mal eine Vorstellung dafür, dass er in dieser Staffel zum Champion wird. Ja, Pokémon hat uns einfach gedribbelt. Bringt es wirklich was, nach unten zu drücken, um ein Pokémon zu fangen? Nein, aber am Herzen hat es schon geholfen. Es bringt auch nichts, beim letzten Klicken B zu drücken oder beim DS den Pokéball zu umranden mit deinem Stift, als wärst du bei Pokémon Ranger. Ich schwöre, die haben den Touch nur eingebaut, damit wir unseren DS schrotten und unsere Eltern nach einem neuen fragen. Warum sammeln Leute Pokémon-Karten? Ja, weil seien wir ehrlich, wir alle lieben einfach Nostalgie. Und aus diesem Grund habe ich für euch das 151 Pokémon-Set auf Japanisch. Das Ding geht gerade weg wie nichts anderes. Ich möchte das gerne an euch verlosen. Dafür müsst ihr nur das Video hier liken, als auch einen Kommentar schreiben, was euer Lieblings-Pokémon ist und warum. Fügt aber noch den Hashtag Ruffy151 dazu und schon nimmt ihr am Gewinnspiel teil. Warum ist Pikachu das Maskottchen des Franchise? Ja, viele gehen davon aus, dass eigentlich Pipi das Maskottchen von Pokémon sein sollte. Was auch nicht von irgendwo kommt, da Pipi im Pokémon-Manga eine sehr wichtige Rolle hatte. Doch ob Pipi wirklich das Maskottchen werden sollte und Pikachu es ersetzt hat, ist nicht ganz klar. Das Team hinter Pokémon war definitiv angetan von Pipi. Doch Game Freak hatte Angst, dass Pipi eventuell eher was für die Girls wäre. Pikachu hingegen würde beide Zielgruppen, Jungs und Mädels, ansprechen. Das Anime-Studio wollte damals dabei die Story um ein Pokémon bauen. Die Wahl fiel dabei auf Pikachu. Und durch das Voice-Acting von eben Ikui Otani konnte Game Freak überzeugt werden, Pikachu zur Nummer 1 zu machen. Übrigens spricht Ikui Otani außerdem Chopper, Konohamaru und den kleinen MF Timo. Aber ich muss wirklich sagen, eine Welt, in der Pipi das Maskottchen der Serie wäre, wäre echt verdammt nochmal cursed. Kann man Pokémon essen? Also, naja, ja. In der freien Wildbahn essen sich Pokémon unter anderem gegenseitig. Kikugi wird laut seinem Pokédex-Eintrag gerne von Vogel-Pokémon gegessen und seine Beeren sollen sehr süß schmecken. Flecken und Ruten sind eine absolute Delikatesse in der Pokémon-Welt und ist ebenfalls sehr, sehr teuer. In Pokémon Gold und Silber wurden den Flecken von Team Rocket einfach mal ihre Ruten abgeschnitten und die haben daraus Fett-Business gemacht. Das Pokémon Barschuft soll laut seinem Pokédex-Eintrag ebenfalls absolut geil schmecken. Und einige Pokémon-Gerichte, die man kochen kann, sehen echt verstörend aus. Aber ey, wenn Kingler seinen Kampf verkackt, dann ist es nur gerecht. Okay, nein, Spaß, das war gefotoshoppt. Was nicht gefotoshoppt ist, sind aber einige Eier, die in der Pokémon-Welt, naja, gegessen werden. Darüber hinaus hatten wir auch das ein oder andere Mal gesehen, dass im Anime Ash ganz schön Schmacht hatte auf ein leckeres Carpador. Und naja, falls ihr euch mal gefragt habt, was mit dem Indivier passiert ist, was keiner gepickt hat, weil seien wir ehrlich, keiner pickt Indivier, das wurde zu einem richtig schönen veganen Pflanzenburger. War Mew unter dem Truck in Pokémon Rot und Blau? Nein, aber viele Spieler haben es gedacht. Daneben der MSN ein komischer Truck stand, der keine wirkliche Funktion hatte. Und Mew war immerhin sehr hart zu catchen, da man es ja nicht fangen konnte. Game Freak hat nämlich damals bewusst ein Geheimnis aus Mew gemacht und auf der Sinnoh-Insel Hinweise zu diesem Pokémon gegeben. Damals wurde es nur bei Events verteilt, doch Spieler fanden irgendwann einen Glitch raus, im Spiel ein Event zu triggern, Mew zu encountern. Aber auf quasi normalen Wege war es nicht möglich.
Man kann hier wirklich sagen, was man möchte. Aber vor dem Internetzeitalter hat sich dieser Irrglaube um Mew, dass es eben unter dem Truck ist, überall verbreitet. Obwohl wir nicht kommunizieren konnten, dachten alle Länder, dass Mew nur so zu bekommen ist. Wie alt ist Ash? Zu Beginn seiner Reise in Episode 1 von Pokémon Anime ist Ash genau 10 Jahre alt. Da in unserer Zeit allerdings schon 25 Jahre vergangen sind, ist es ziemlich schwierig, sein Alter einzuschätzen. Rechnet man also von der Anzahl der Episoden im Pokémon Anime und schätzt, dass eine Folge in einem Tag geschieht, während es bis zum Sieg von Ash in der Pokémon-Liga 1232 Tage gewesen, was eben 3 Jahre und 137 Tage entspricht. Natürlich funktioniert das nicht ganz, weil manchmal vergeht eine Woche von Folge zu Folge und manchmal laufen mehrere Folgen an einem Tag. Das ist nur eine grobe Rechnung, um das Ganze mal einschätzen zu können. Außerdem funktioniert die Rechnung sowieso nicht, weil in Pokémon Schwarz und Weiß der Erzähler erwähnt hat, dass Ash immer noch 10 Jahre alt ist. Ja, natürlich ist es eine kreative Entscheidung, genauso wie bei den Simpsons, den Hauptcharakter der Serie immer gleich alt zu lassen. Aber ihr könnt mich nicht vom Gegenteil überzeugen, dass Ash in der Kalos-Liga 16 Jahre alt war, weil da war er ein Giga-Chat. Und in Alola war er meiner Meinung nach, keine Ahnung, 6 Jahre alt. So, Freunde, aufgepasst. Jetzt gibt es was Geiles für euch, bei dem ihr eine 3000 Euro Japan-Reise gewinnen könnt. Wie ihr wisst, haben wir vor kurzem unseren Merch released und deswegen nochmal vielen Dank dafür. Das Ganze lief bombastisch. Aus diesem Grund haben wir auch vorübergehend den Store geschlossen. Doch keine Sorge, da geht's bald weiter. Doch Ayaka kam jetzt auf mich zu und hatte Lust auf eine Kooperation. Für die Leute, die Ayaka noch nicht kennen, das Ganze ist eine Modebrand, die eben japanisch angehauchte Klamotten verkauft, die ich auch ganz gerne mal privat drippe. Und aktuell gibt es einen riesen Sale. Mit meinem Code Ruffy30 bekommt ihr nämlich 30% Rabatt. Solange der Vorrat reicht, ihr wisst Bescheid. Schon bei der letzten Kooperation konnten wir einen von euch nach Japan schicken, nämlich den guten Michael. Und jetzt ist es wieder soweit. Mit einer Bestellung beim Ayaka Shop nimmt ihr nämlich schon am Gewinnspiel für eine 3000 Euro Japan-Reise teil. Denn eure Bestellnummer ist quasi eure Teilnahme. Das Ganze läuft bis zum 31. Januar und wird dann auf meinem Instagram bekannt gegeben. Doch keine Sorge, der Gewinner wird ebenfalls über E-Mail benachrichtigt, das auf jeden Fall mitbekommt, falls er gewonnen hat. Also du. Vielleicht du, mal gucken. Glaubt mir, Japan ist ein absoluter magischer Ort. Ob das Pokémon-Café, die Real-Life-Orte von Jujutsu Kaisen oder noch andere Attraktionen. Man kann sich dort nicht satt sehen, es wird nicht langweilig und es ist wirklich ein Trip, der lebensverändert ist. Freunde, den Link zum Ayaka-Shop findet ihr in meiner Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und viel Glück beim Mitmachen. Wer ist Ashs Vater? Was Ashs Vater angeht, gibt es dabei mehr Fantheorien als Theorien dazu, was das One Piece ist. In der zweiten Folge des Anime erhalten wir von Ashs Mutter die einzige Information, die wir haben. Und zwar, dass sein Vater 4 Tage von Alabastia nach Vertania City gebraucht hat. In der Spezialfolge von Pokémon, The Distant Blue Sky, erwähnt Ashs Mutter über Pokémon Discord, dass sie unterwegs ist, seinen Vater zu treffen. Also, so Kandidaten wie Professor Eich, Giovanni oder was auch immer schließt sich hier ganz klar aus. Die Pokémon Company macht natürlich offensichtlicherweise hier ein Geheimnis um seinen Vater. Ein Kandidat wäre hier aber Silver. Nicht der aus Pokémon Silber und Gold, sondern der aus dem Anime. Er hat sehr viele Ähnlichkeiten mit Ash und hat auch ein Indivier, was auf seiner Schulter ist, genauso wie eben bei Ash. Als Richie auch über Ash spricht, sehen wir, dass eben Silver darauf reagiert, als würde er Ash eben kennen. Es wird keine richtige Antwort geben, da bin ich mir mittlerweile sicher, aber ich habe eine für mich gefunden. Leute, seien wir ehrlich, habt ihr euch nicht jemals gefragt, warum dieses scheiß Pantimus immer am Start ist, wenn Ash Mutter irgendwas macht? Und ich meine, der Typ kann seine Finger nicht mal weglassen. Also, in meinem Headcanon ist es so, dass Ash Vater sich in ein Pokémon verwandelt hat und sich nicht mehr zurückverwandeln kann, jetzt Pantimus ist und eben, ja, als quasi Butler in der Familie weiterhin existiert. Ich meine, guckt euch mal den Blick an, als Professor Eich mal wieder versucht hat, bei Ash Mutter zu landen. Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist so. Darüber hinaus macht das Ganze noch mehr Sinn, wenn wir uns über das Moveset von Pantimus klar werden. Der Bruder kann nämlich einfach mal so Gigastoß, Zugabe, Klaps und Spaßkanone lernen. Müsste Pikachu nach so vielen Kämpfen nicht alle Pokémon besiegen? Pikachus Stärke im Pokémon-Anime ist sehr schwer einzuordnen. In der einen Staffel kämpft es noch gegen Tobias Latios und holt ein Unentschieden raus und in der nächsten Staffel verliert es dann gegen ein Serpifeu, das zum ersten Mal kämpft. Pokémon-Fans haben mathematisch ausgerechnet, dass nach den EP, die man für Pikachus gesamte Kämpfe in den Spielen erhalten würde, es zu Beginn von Schwarz und Weiß auf Level 59 sein sollte. Aufgrund dessen, dass Game Freak bei Pikachu-Events diese immer auf Level 25 verteilt, glauben Fans ebenfalls, dass es das Level von Ash Pikachu ist. Andere Fans sagen
dabei Pikachu ist auf Level 88. Da eben Reds Pikachu auch auf Level 88 ist, wenn man ihn auf den Silverback trifft. Aber die beiden sind ja eigentlich zwei verschiedene Charaktere. Logisch gesehen und eben um Pikachu Peinlichkeiten zu ersparen, sollte sich Pikachus Level eben nach jedem Start in eine neue Region resetten. Warum können Pokémon nur ihren Namen aussprechen? Seit dem ersten Pokémon-Spiel hat jede Pokémon-Art einen einzigartigen Ruf, an dem man ihn erkennen kann. Da man im Anime allerdings nicht die 8-Bit-Sounds aus den Spielen verwenden konnte und nicht erwarten konnte, dass man sich 150 Rufe ausdenkt, kam die Idee auf, die Pokémon einfach mal ihre Namen sagen zu lassen. Was natürlich auch eine gute Idee ist, damit sich die ganzen Kinder genau diese Namen eben merken. In Werken wie eben Pokémon Origins konnten wir hören, dass die Pokémon ihre natürlichen Geräusche gerufen haben, als wären sie richtige Tiere. Können Pokémon sterben? Pokémon können sehr wohl sterben. Dies ist eine traurige Wahrheit, die uns schon seit dem allerersten Pokémon-Spiel in der Stadt Lavandia erzählt wird. Der Pokémon-Turm ist eine Grabstätte für die verstorbenen Pokémon der Menschen. Und nicht nur das. Wir treffen sogar den Geist von einem Knogger, was eben von Team Rocket in diesem Turm brutal ermordet worden ist. Und nicht nur in der Kanto-Region gibt es solche Orte. Auch in der Höhenregion gibt es ebenfalls den Pyroberg, den Turm der Runen in der Sinnoh-Region, den Turm des Himmels in der Einer-Region und viele weitere Orte, an denen tote Pokémon begraben wurden. Außerdem merken wir in den Spielen auch, dass der Rivale ordentlich am Trauern ist wegen seinem Radikal. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Was ist das schwächste Pokémon? Wie alle wisst, besitzen Pokémon Statuswerte, sowas wie Angriff, Verteidigung, Geschwindigkeit und eben KP. Wenn man diese zusammenrechnet, kommt man auf einen Total-Stat-Wert. Den niedrigsten hat dabei Lusardi mit 175. Das zählt aber nicht wirklich, weil er ja eine Schwarmform hat, die viel stärker ist. Das Pokémon, was danach kommt, ist Senesect mit 180. Aber um wirklich das schwächste Pokémon ermitteln zu können, brauchen wir ein Pokémon, was vollkommen entwickelt ist. Das wird also Ninjatom mit 236. Aber auch bei Ninjatom ist es ja das Gimmick, dass das Pokémon nur ein HP hat. Incognito wäre dann ein Kandidat mit 363, aber seien wir ehrlich, das Pokémon wurde nur in der antiken Pokémon-Zeit dazu verwendet, um eben Nachrichten auszutauschen. Zierpeise wäre für mich ein würdiger Kandidat mit 384. Ist es nämlich ein vollkommenes entwickeltes Pokémon, was übertrieben schwach ist. Aber das macht doch Sinn, weil es muss ja gar nicht kämpfen. Denn jeder würde sofort abhauen, wenn man hört, was das Ding für einen Sound macht. Was ist das stärkste Pokémon? Das stärkste Pokémon nach Stats ist Endinalos mit einem Basewert von 1125. Wenn man die legendären und Special-Formen von Pokémon mal weglässt, ist aber hier Electraking mit einem Statwert von 670 das stärkste Pokémon. Leider chillt er sich in seinem Kampf immer fett die Eier. Was ist das größte Pokémon? Wenn wir Endinalos mit 20 Metern als legendäres Pokémon rausnehmen, ist Vylord mit 14,5 Meter das größte Pokémon. Was eben heißt, dass man das Ding knackig in die BVB-Verteidigung packen könnte. Und vermutlich würden sie immer noch Tore kassieren. Was ist das kleinste Pokémon? Den Platz für das kleinste Pokémon wird gleich von 8 Pokémon gleichzeitig belegt, die eben alle kleiner sind als 100 cm. Das sind einfach mal 7 Geodreiecke. Was ist das schnellste Pokémon? Das schnellste Pokémon ist Deoxys in seiner Speedform mit 180 Initiative. Damit kann er es nämlich mit Obdachlosen vom Frankfurter Hauptbahnhof aufnehmen, die ebenfalls auf Speed sind. Regieleki hat ihn mal abgelöst mit seinem Speed von 200. Das schnellste nicht-legendäre Pokémon ist dabei Ninjas mit 160. Und ich schwöre, die Mücken in meinem Schlafzimmer im Sommer sind genauso schnell wie das Viech. Gibt es ein Pokémon ohne Schwächen? Ja, das einzige Pokémon ohne Schwäche ist die Zapladin-Entwicklungsreihe. Der Elektro-Typ wäre zwar schwach gegen Boden-Pokémon, aber durch seine Fähigkeit Schwebe kann er das Ganze kontern und hat eben keine Schwächen. Was ist das schwerste Pokémon? Wenn man die Legis und Special-Form ignoriert, ist Pampross das schwerste Pokémon mit 920 Kilogramm. Warum so ein Pferd, was nicht größer ist als 2,5 Meter, so schwer ist, liegt daran, dass das Pampross eine Anlehnung an das Clydesdale-Pferd, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist, was eben in Real Life genauso viel wiegt. Was sind Shiny-Pokémon? In Gold und Silber kamen sie das erste Mal zum Vorschein. Ihr hattet dabei eine 1 zu 8192 Chance, ein andersfarbiges Pokémon zu erhalten. Damals wurde noch mit den Statuswerten ermittelt, wann ein Pokémon shiny ist und wann eben nicht. By the way, wissen wir bis heute nicht wirklich die richtige Antwort darauf, ob eben Game Freak alle shiny Pokémon selbst ausgewählt hat oder ob ein Algorithmus automatisch entschieden hat, welches Pokémon welche Farbe als shiny bekommt. Was ist das seltenste shiny Pokémon? Damals konnte man das Pokémon Manaphy nur erhalten, wenn man Pokémon Ranger durchspielt und dann eben vom Pokémon Ranger auf sein Pokémon-Spiel das Manaphy über
überträgt. Doch das Ding ist, dass dieses Mana-Vieh pro Spiel gelockt war. Was eben heißt, dass ihr nicht nur Pokémon Ranger komplett neu spielen müsst für eine weitere Chance auf ein Shiny Mana-Vieh. Nein, ihr müsst auch ein komplett neues Spiel kaufen, da Neustarten alleine nicht ausreicht, um ein neues Mana-Vieh zu bekommen. Das heißt folgendes, Pokémon Ranger spielt man in 11 Stunden durch. Wenn wir also hier die Stunden, also 11, mal die Odds, also 8192 nehmen, haben wir 90.122 Stunden. Das nehmen wir dann durch die 24 Stunden pro Tag und kommen auf 3754,6 Tage, was eben 10 Jahre wieder gibt. Naja, aber wenn ihr nebenbei anfangt, One Piece zu schauen, seid ihr damit auf jeden Fall vorher fertig. Ach ja, und wenn man immer ein neues Pokémon Ranger Spiel braucht und wir davon ausgehen, dass man immer Neupreis nimmt, also 40 Euro, ist man dann irgendwann bei 327.000 Euro. Also, falls ihr mich fragt, ob ich dreimal eine G-Klasse in der Garage stehen haben möchte oder eben ein Mana-Vieh, was Shiny ist, in meiner Pokémon-Box, ist die Antwort ganz klar. Was sind die besten Shiny-Pokémon-Variationen? Kommt schon, Leute, das Einzige, was cooler ist als ein Glurak in komplett schwarz. Und Freunde, ich bin ein wirklich einfacher Mann. Das gleiche gilt nämlich auch für Quajutsu. Und da alle guten Dinge drei sind, naja, Rayquaza. Außerdem, Bro, ein goldenes Metagross ist einfach ein absolut anderer Flex. Das ist quasi das Äquivalent zu einer Rolex im Pokémon-Universum. Was sind die schlechtesten Shiny-Pokémon-Variationen? Ich liebe Dragoran, aber Dragoran als Tabaluga ist einfach mal komplett Arsch. Man hat einfach die perfekte Möglichkeit verpasst, Dragoran als Shiny blau zu machen, wie eben seine Vorentwicklung. Nidoqueen ist dabei einfach nur, was zum Teufel ist hier passiert? Ich meine, Nidoking hat als Shiny die Farben von Nidoqueen. Warum dann nicht einfach das gleiche bei Nidoqueen machen? Sianna sieht so aus, als hätte man drauf gekotzt. Und dann gibt es einfach noch Shinies, die absolut gar keinen Unterschied haben. Warum heißt Ash Satoshi im Japanischen? Im Japanischen wurde Satoshi nach Satoshi Tajiri benannt, der die Idee zu Pokémon hatte. Der Name bedeutet so etwas wie Weisheit. Was echt wild kommt, wenn man sich überlegt, dass Ash nach 20 Jahren Pokémon-Abenteuer wieder in die Schule musste, um dann mal endlich eine Liga zu gewinnen. Ash hingegen, der Name im Amerikanischen als auch Deutschen, wurde gewählt, weil die Buchstaben ebenfalls im Namen Satoshi vorkommen. Das Ketchum, also sein Nachname, kommt dabei vom Slogan der Serie. Gotta catch 'em all. Wie sehen Roccos echte Augen aus? Es gab zwar viele Shots, wo er so Romance-mäßige Augen hatte, aber wer dachte, dass Rocco mit echten Augen wie ein K-Pop-Star aussieht, den muss ich leider hier enttäuschen. Er hat nämlich, naja, stinknormale Augen. Was ist das hässlichste Pokémon? Natürlich gibt es Pokémon wie Slimog oder diesen Müllsack, die absichtlich hässlich designt worden sind. Deswegen wäre es für mich auch designtechnisch unfair, den Titel des hässlichsten Pokémon an diese Pokémon zu verteilen. Cupidos ist dabei ein Pokémon, was komplett pink ist, wo ich mir bei beiden Formen nur denke, was zum Teufel ist hier schiefgelaufen? Grabbys Cousin aus Frankfurt sieht dabei auch nicht wirklich fresh aus. Was bei Raikou alles schiefgelaufen ist, ist nicht mal in Worte zu fassen. Ich meine, du hattest Raikou. Du kannst ein Raikou nicht verkacken, weil ein Raikou in der Base absolut cool ist. Knierfisch ist aber mein persönlicher Pick, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendein Mensch dieses Ding irgendwie schön finden könnte. Und Sneevil, naja, ist eigentlich ganz cool, aber in seiner Special-Form sieht er aus wie, keine Ahnung, Mautis Vater, der zu lange in der Gosse geblieben ist. Ja, ich sag ganz ehrlich, ob heute oder damals, es gab schon immer Pokémon, die echt scheiße aussahen. Was ist das schönste Pokémon? Wir haben jetzt viele hässliche Beispiele, doch eins davon wäre auch Barschwa. Doch Barschwa wirft ein gutes Beispiel auf, weil Barschwa eins der hässlichsten Pokémon zu einer der schönsten Pokémon wird. Und ich weiß nicht genau warum, aber wenn man wirklich mal im Internet fragt, was das schönste Pokémon ist, werden die meisten Leute Milotic antworten. Also Milotic als Antwort ist wirklich sehr, sehr gängig. Es gibt zig Fanarts, unglaublich viele Toplisten und die meisten Fans antworten auf die Frage des schönsten Pokémon eigentlich immer mit Milotic. Was ist das beliebteste Pokémon? Man könnte behaupten, dass Fans sich einig wären, was das beliebteste Pokémon ist, doch dem ist eigentlich nicht so. Tatsächlich entstehen ganz schön viele Kriege auf Subreddits und auf Twitter bei der Frage, welches Pokémon den unangefochtenen Nummer 1 Platz hat. Game Freak sollte eigentlich wie jedes gutes Elternteil behaupten, dass sie kein Lieblingskind haben, aber wir wissen alle, dass es nicht wahr ist. Pikachu ist einfach das Maskottchen von eben Pokémon, dem größten Franchise dieser Welt. Und knapp dahinter ist eben Glurak. Das Ding bekommt einfach mal gefühlt 20 neue Artworks pro Jahr im Trading Card Game. Ja, beide Pokémon haben einfach einen unglaublichen Nostalgiewert, deswegen sind sie wahrscheinlich auch die beliebtesten. Was ist das unbeliebteste Pokémon? Ein Pokémon mit einem coolen Design ist auf jeden Fall beliebter als eins mit einem uncoolen Design, das ist völlig klar. Doch ein wirklich gehasstes Pokémon muss eins sein, welches euch auf eurer Pokémon-Reise am meisten genervt hat. Daher sind sich eigentlich die Fans einig, dass es entweder Zubat oder eben Tintara sein muss. Ein weiteres Pokémon, was wirklich jeder Pokémon-Fan mit einer brennenden Leidenschaft hasst, ist Miltank. Ja, das Pokémon, welches ihr höchstens einmal pro Spiel bekämpfen müsst.
aber der Spot als das meistgehasste Pokémon wäre nicht unverdient, wenn wir über das Miltank von eben Bianca sprechen. Denn es fühlt sich so an, dass Miltank Slam einfach mal eine gefühlte 100%ige Paralyse-Rate hat und dann kommt es auch nochmal mit dem Walzer umher und möchte mit mir tanzen. Ja, wahrlich eine Ausgeburt der Pokéhölle, die noch eine höhere Basisgeschwindigkeit hat als Rayquaza. Ja, könnt ihr euch denken, dass das Ding echt fies ist. Was passiert, wenn Glumandas Flamme ausgeht? Also, im Anime konnten wir schon hören, dass Glumanda stirbt, wenn sein Feuer ausgeht. Dieses soll auch laut Pokédex seine Lebensenergie wiedergeben. Gut, gehen wir das Ganze mal analytisch an. Es gibt natürlich noch andere Pokémon des Typ Feuer und bei ihnen ist davon auszugehen, dass sie ein inneres Feuer besitzen, weshalb sie in der Lage dazu sind, überhaupt Feuer zu spucken. Das kann man auch in etlichen Pokédex-Einträgen lesen, dass sie eben ein inneres Feuer besitzen. Man könnte also davon ausgehen, dass Glumanda ebenfalls ein inneres Feuer hat und dieses eventuell eine Art Gift sein könnte, das, wenn es sich zu lange nicht abbauen kann, also im Körper bleibt, Glumanda umbringt. Also muss der Schwanz brennen, damit dieses Gift eben ausgestoßen wird. Die Flamme an sich ist auch gar nicht schwach, denn sowohl im Anime als auch im Anime Pokémon Origin konnten wir sehen, dass Glutaks Flamme unter Wasser nicht ausgeht und immer noch weiter brennt. Also könnte man davon ausgehen, dass Glumanda nicht sofort stirbt, wenn die Flamme ausgeht, da er eben einfach nachheizen könnte. Wenn das Ganze aber längere Zeit verhindert wird, dann könnte man schon sagen, dass das Pokémon Center nicht wirklich ausreicht. Ist Fragosso das verlogene Baby von Kangama? Also, naja, überlegt doch mal. Laut Pokédex-Eintrag trägt Fragosso den Kopf seiner Mutter. Entsteht also eine chemische Reaktion im Körper von einem Knogger, wenn es ein Kind bekommt, weswegen es automatisch sterben muss? Das macht ja irgendwie keinen Sinn, dass jede Mutter von jedem Fragosso sterben muss. Was aber Sinn machen könnte, ist, dass das allererste Fragosso ein anderes Pokémon war, dessen Mutter gestorben ist und es sich deswegen anders entwickelt hat. Und so die Fragosso-Pokémon-Linie entstanden ist. Der Pokédex redet deswegen immer von einer verstorbenen Mutter, nicht weil das für jedes Fragosso gilt, sondern weil die Origin des Pokémon eben ein anderes Pokémon ist, was sich anders entwickelt hat. Doch welches Pokémon würde sich dafür anbieten? Also, wenn wir die Theorie von eben annehmen, ist Glumanda eigentlich unmöglich, wegen dem brennenden Schwanz. Falls es aber nicht so ist, wäre die Idee interessant, dass ein Glurak bei der Geburt seiner Kinder die Schwänze selber anzündet. Stell dich erstmal vor, dass Glurak vor der Geburt ihrer Kinder stirbt. So kann das Feuer an ihrem Schwanz also nie entstehen. Oder besser noch, packen wir beide Theorien zusammen. Was, wenn Glumanda zwar ein internes Feuer besitzt, aber es erstmal gezeigt bekommen muss, wie das Ganze funktioniert, durch eben seine Mutter. Falls das also nicht passiert, könnte sich das Glumanda anders entwickeln. Und vielleicht gab es einen Fall von Glumanda, wenn wir die Theorie von eben annehmen, was nicht gestorben ist, obwohl es die Flamme von dessen Körper nicht ausstoßen konnte. So oder so, stellen wir uns also vor, wenn ein Glumanda, was keine Flamme hat, keine Mutter hat, den Kopf der Mutter angenommen hat und sich so zu Fragosso entwickelt hat. Natürlich würde das Pokémon Kangama hier ebenfalls Sinn machen, aber die Babys unterscheiden sich einfach zu sehr in den Farben. Außerdem passt der Skelettkopf nicht wirklich, weil ja, Kangama hat zwar diese Dinger, aber das sind ja Ohren, die nicht zum Skelett gehören. Also wäre die ganze Glumanda-Theorie schon wahrscheinlicher. Außerdem ist die Alola-Form von Knogger ebenfalls vom Typ Feuer. Also wieder etwas, was ein bisschen mit reinspielt. Die Pokémon Company hat auch mal einen Plush von Fragosso rausgebracht, wo man eben den Skelettkopf abmachen kann und dabei sieht es schon sehr, sehr ähnlich aus wie eben Glumanda. Aber natürlich sehen wir in Animes wie Pokémon Origins eindeutig, dass Fragossos Mutter auch ein Knogger ist. Also ist das Ganze hier mehr eine Fantheorie. Seine Mutter ist also Knogger, die Story gab es nur einmal und nicht bei jedem Fragosso, deswegen steht sie im Pokédex. Und naja, Glumanda ohne Mutter werden halt dann einfach von den Pokémon-Einwohnern gegessen. Was geht in den Pokébällen ab? Aufgrund der diversen Pokémon-Serien wie der mit Ash, Pokémon Origins oder auch Generations haben wir ein gutes Verständnis dafür, wie das Innere eines Pokéball optisch aussieht. Die offizielle Erklärung ist, dass in Pokébällen für das Pokémon nichts abgeht und die Bälle die Pokémon in Datenlaser verwandeln, die vom Pokéball eingefangen und dann herausgelassen werden. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Pokémon im Pokéball voll am Chillen sind und wir sie dann, naja, zum Kämpfen quasi zwingen. Was ist der Ursprung von Geister-Pokémon? In der ersten Pokémon-Generation gibt es als Geist-Pokémon nur die Gengar-Entwicklungsreihe. Man vermutet den Ursprung, dass das erste Geister-Pokémon Gengar war, das aus dem Schatten eines toten Pixie entstand. Das stützt sich auch auf den ähnlichen zwischen den Körperformen der beiden Pokémon. Doch das ist nicht der einzige Fall, der absolut creepy ist. Drifblon ist laut seinem Pokédex-Eintrag dafür bekannt, kleine Kinder zu entführen. Makabaya soll aus dem Geist eines toten Menschen entstanden sein und es trägt eine Maske bei sich, um sich an sein altes Gesicht zu erinnern. Und Banette ist ein rachsüchtiger Geist eines Spielzeugs, das von seinem Besitzer weggeworfen worden ist und durch die Welt streift, um sich zu rächen.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei Geister-Pokémon ein ganz mieses Gefühl. Wo befinden sich die einzelnen Pokémon-Regionen in Real Life? Also, die Kanto-Region wurde natürlich nach der Kanto-Region aus Japan nachempfunden. Das gleiche gilt auch für Johto. Dafür haben wir nämlich die Kansai-Region von Japan, wo natürlich auch Kyoto liegt, was natürlich sehr gut passt, weil gerade solche Städte wie Kyoto sehr gut zu dem Team passen von eben Pokémon Gold und Silber. Die Höhenregion soll dabei an die Kyushu-Region von Japan erinnern, was auch Sinn macht, da gerade diese Region sehr viel Wasser um sich hat. Genauso wie eben Höhlen. Auch Sinnoh soll eine Insel sein, ist aber hier eher eine Anlehnung an eben den Hokkaido-Part von Japan. Technisch gesehen gehört auch Russland dazu, da die Region nicht nur an Hokkaido angelehnt ist, sondern eben auch an den Kurilleninseln, die eben ein Real-Life-Part von Japan als auch Russland ist. Einmal, also die 5. Generation, ist dabei natürlich sehr stark an eben New York City als auch New Jersey angelehnt. Kalos hingegen, sollte keine Überraschung sein, ist natürlich an Frankreich angelehnt. Ich glaube, bei Alola brauche ich gar nichts sagen, da weiß jeder Bescheid. Galar ist aber die Region, die an Großbritannien angelehnt ist. Und die neueste Pokémon-Region Paldea wurde eben Teilen von Spanien, Portugal und Andorra nachempfunden. Ja, bei den ganzen Regionen bin ich echt gespannt, was als nächstes kommt. Ich bin persönlich sehr geil auf eine Region in Deutschland. Stell dir das mal vor. Protagonisten mit Lederhose, Wurstmogelbaum als Regionalform, ein Bierkrug als Starter und ich glaube, ihr wisst alle bei dem Track Record von Japanern, wer wohl der Gegner in so einem Pokémon-Spiel sein würde. Was zum Teufel ist der GS-Ball? Der GS-Ball oder auch Gold-Silber-Ball ist ein Item, das im Pokémon-Kristall eingeführt worden ist, als eben Spezialevent. Diesen kann man nämlich dem Pokéball-Profi Kurt von der Fleckmon-Routen-Mission übergeben und einen Tag später ist das Ganze dann wieder abholbar. Mit dem GS-Ball kann man dann im Wald mit dem Schrein Celebi rufen und fangen. Das Event war auch wirklich seiner Zeit voraus, denn schon damals in Pokémon Kristall musstet ihr euer Handy mit eurem Gameboy verbinden, um eben den GS-Ball zu bekommen. Im Anime ist es so, dass Ash den GS-Ball von Professor Ivy erhält, um ihn Professor Eich zu übergeben. Doch dieser will ihn nicht haben, weswegen er schlussendlich bei Kurt landet. Und dann hört die Plotline einfach auf. Im Anime hat man wirklich einen großen Story-Arc um den GS-Ball und Celebi geplant. Doch dieser wurde schlussendlich verworfen und dann im Anschluss für den Celebi-Film verwertet. Wie viel Pokémon hat Ash gefangen? Hier seht ihr einmal eine Grafik für alle Pokémon, die Ash gefangen hat. Der YouTuber AdviAdminis hat dazu eine geile Grafik gemacht. Dazu selber gesagt, Ash hat 30 Taurus am Start. Und hier sind auch die Pokémon mitgezählt, die Ash eben verlassen haben oder eben getauscht worden sind. Insgesamt beläuft sich damit die Anzahl der Pokémon auf eben knapp 90. Wenn man die Taurus Brass aber abzieht, haben wir 61 Pokémon, die Ash gefangen hat. Was kam zuerst? Voltoball oder der Pokéball? Ja, der Pokéball. Der Pokédex-Eintrag aus Pokémon X sagt nämlich über Voltoball, es wurde entdeckt, als man Pokébälle einführte. Es scheint, als gäbe es da einen Zusammenhang. Vielleicht sieht das echte Voltoball ganz anders aus, aber hat sich aus Angst getarnt und sieht eben seither so aus. Immerhin hat sich auch das Voltoball aus Pokémon Arceus an die alten Pokébälle angepasst. Vielleicht ist auch Voltoball ein Pokémon, was ursprünglich anders ausgesehen hat, aber sich dann so entwickelt hat. Kannst du sie wirklich alle fangen? Genauso wie Broadcast Yourself auf YouTube ist, schnappst du dir alle mehr so etwas wie ein Motivationsspruch. Tatsächlich kann man in keinem einzigen Pokémon-Spiel den gesamten Pokédex vervollständigen. Schon seit Pokémon Blau und Rot gibt es eben Pokémon, die man nur auf einer der beiden Release-Titel fangen kann. Kann man sie also alle schnappen, wenn man jemanden zum Tauschen hat? Naja, nicht ganz. Denn es gibt immer wieder Pokémon, die man ohne Events oder eben Glitches nicht fangen kann. Wie eben versteckte legendäre und mystische Pokémon, die im Spiel sind. Aber nicht frei zugänglich. Dazu kommt auch noch, dass der eigentliche Slogan des Franchise nicht schnapp sie dir alle, sondern der japanische Satz Getto da See ist. Was eigentlich so viel heißt wie schnapp sie dir und nicht schnapp sie dir alle. Auch das erste Pokémon-Opening sagt auf Japanisch nicht schnapp sie dir alle, sondern geht eher mehr darauf ein, dass es wirklich sehr, 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 sehr schwierig ist, alle Pokémon zu fangen. Man muss hier aber zugeben, dass die amerikanische Lizenzierung sehr groß dazu beigetragen hat, dass Pokémon so erfolgreich ist. Denn viele Jahre später hat Pokémon Go gezeigt, dass der Reiz, sie alle zu schnappen, bei vielen Menschen echt extrem krasse Sachen und Süchte auslöst. Wie funktioniert die PC-Lagerung? Die PC-Lagerung funktioniert eigentlich wie eine Festplatte. Du kannst ein Pokémon quasi hochladen und es eben wieder herunterladen. Im Anime haben wir aber gesehen, dass die Pokémon von Ashy und Gary einfach bei Professor Eich im Hinterhof gelandet sind. Aber ja, irgendwie hat irgendjemand im Pokémon-Universum so die überheftige Lagerungstechnik erfunden, weswegen Pokébälle und PCs eben funktionieren. Was ist der Pokerus? Als Kind dachte ich noch, dass ich alle meine Pokémon jetzt verkackt hätte, weil sie Pokerus gehabt hätten. Doch mittlerweile weiß ich, dass der Pokerus eigentlich etwas Positives ist. Der Pokerus ist eine Lebensform, die euer Pokémon infiziert. Das Ganze ist aber wie erwähnt nicht negativ, denn dadurch bekommt euer Pokémon doppelte EV-Werte. Also ihr könnt es quasi schneller Battle-Ready machen. Der Pokerus verschwindet zwar nach ein paar Tagen, aber der positive Effekt, nämlich das doppelte Einsacken von EV-Wert,
Attacken bleibt bei dem Pokémon bestanden. Es sei denn, du legst sie auf die Box, dann bleibt der Pokéross bestehen. Was nützlich ist, weil man ihn so mit anderen Spielern tauschen kann. Denn den Pokéross so in der freien Wildbahn zu bekommen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Selbst die Wahrscheinlichkeit, dass du auf ein Shiny triffst, ist dabei höher. Sollte Akani ein legendäres Pokémon werden? Im Anime konnten wir eine Steintafel sehen, die so aussieht, als sollte Akani ebenfalls ein legendäres Pokémon werden. Die Idee, dass vorher auch ein Hund als legendäres Pokémon geplant war, wird auch dadurch unterstützt, dass in der nächsten Generation 3 Hunde als legendäre Pokémon rausgebracht worden sind. Außerdem ist Akani laut Pokédex das legendäre Pokémon. Was daher kommt, dass es eben an einer chinesischen alten Geschichte inspiriert ist. Und vielleicht gab es mal Talks darüber, dass Akani als legendäres Pokémon geplant war, wissen werden wir es leider nie ganz sicher. Wie funktioniert Dictys Entwicklung? Die erste Pokémon-Generation war wirklich sehr kreativ, was die Gestaltung der Entwicklungsreihen angeht. Neben Dicta gibt es nämlich auch noch Dodi und Magneton, die nach dem gleichen Prinzip mehr gleich besser designt worden sind. Weil Dicta das Maulwurf-Pokémon ist, kann man schon davon ausgehen, dass er wahrscheinlich keinen großen Unterkörper hat. Wenn ihr mich fragt, bin ich mir aber sicher, dass Dicta unterhalb eindeutig so aussehen wird. Wobei, es könnte auch sein, dass Dicta riesengroß ist und nur seine Finger zu sehen sind. Gut, im Anime haben wir aber gesehen, dass die Dinger mal rausgenommen worden sind und einfach, keine Ahnung, so zusammenhängen. Welcher Kopf von denen aber, naja, das Bewusstsein widerspiegelt, das werden wir wohl nie erfahren. Gibt es Tiere in der Pokémon-Welt? Ja, gerade in der ersten Staffel von Pokémon gibt es viele Beispiele. Taubsi, was ein Wurm ist, Pokémon, die sich in Real-Life-Tiere verwandeln können, alte Skulpturen von Tieren, Ash in einem Kuhkostüm, offizielle Artworks mit Pokémon und eben Hunden. Und natürlich sehen wir immer wieder Essen im Pokémon-Anime, von dem wir nicht wissen, ob es echte Tiere sind oder Pokémon. War Kadabra ursprünglich ein Mensch? Also, naja, im Pokédex steht, es geschah eines Morgens. Ein Junge mit zusätzlichen sensorischen Kräften erwachte in seinem Bett und wurde zu Kadabra. Also, ich denke mal, ein Mensch wurde irgendwann zu Kadabra, hat sich ein Pokémon geschnappt. Er ist übrigens in der gleichen Eiergruppe wie Gardevoir und Schlappohr, nur mal so am Rande erwähnt. Und hat so ein Abra gemacht, was dann die Spezies der Abra-Entwicklungslinie geschaffen hat. Was passiert, wenn Spoink K.O. geht? Ja, laut Pokédex stirbt er. Sein Herz hört nämlich auf zu schlagen, wenn es aufhört zu hüpfen. Woraus besteht Mimikyu? Mimikyu ist ein kleines Pokémon, dessen echter Körper in einem selbstgebastelten Kostüm von Pikachu steckt. Weil es selbst so beliebt sein möchte, wie eben Pikachu. Es gibt leider nur eine einzige Szene im Pokémon-Anime, in der wir die Silhouette von eben Mimikyus Schatten im Wasser gesehen haben. Doch durch diese kann man nicht wirklich genau auf die echte Körperform schließen. Ja, ich warte nur auf die Mega-Entwicklung, wo wir endlich sehen, wie das Ding wirklich aussieht. Wie zum Teufel funktioniert Duodino? Ja, die zwei Köpfe sind echt weird und dazu kommt noch, dass der Pokédex sagt, seine zwei Köpfe sind sich Spinnefeind. Ich habe übrigens das erste Mal von diesem Wort gehört. Beide versuchen über Fresswettbewerbe die Oberhand zu gewinnen. Also, das Ding hat irgendwie zwei verschiedene Bewusstseins, die gegeneinander fighten, wer von beiden die Oberhand, naja, haben darf. Was ist die teuerste Pokémon-Karte? Natürlich erzielen viele Glurak First Edition Karten einen beachtlichen Preis, auch wenn dieser ein bisschen gefallen ist. Die teuerste ist aber immer noch die Illustrator Korokoro Comics Promo Pikachu Illustrator Karte, die im Juli 2021 für $5.275.000 den Besitzer gewechselt hat. Insgesamt gibt es 41 Illustrator-Karten, von denen man eben weiß. Doch die Karte mit einem PSA 10-Wert, also den perfekten Zustand, ist die Karte, die für so einen unfassbar hohen Preis an eben Logan Paul ging. Und hey, wenn ich er wäre, würde ich die Karte auch flexen. Warum entwickeln sich Pokémon per Tausch weiter? Weil Pokémon uns damit beibringen wollte, dass unsere Trauer manchmal nicht nur an uns liegt, manchmal müssen wir einfach die Umgebung oder eben Freunde wechseln, um uns wahrlich weiterentwickeln zu können. Wow, das ist echt philosophisch. Ach ja, und außerdem macht das voll Sinn, weil wenn man mehr Pokémon braucht, kann man seinen Freund sagen, hey, ich habe Pokémon Schwert, wäre cool, wenn du dir Pokémon Gun kaufst, damit wir tauschen können. Warum brauchen Pokémon Steine zum Entwickeln? Steinentwicklungen sind nur eine der vielen Entwicklungsmethoden neben dem einfachen Leveln. Entwicklungssteine werden an Orten abgebaut, wo normale Steine ein Attribut aufnehmen. Donnersteine stammen aus natürlich elektromagnetischen geladenen Orten, Feuersteine aus Vulkangegenden und so weiter. Sie nehmen also die Energie des Umfelds auf sich und übertragen sie auf das Pokémon, um seine Entwicklung auszulösen. Welche Evoli-Entwicklungen fehlen noch? Evoli-Entwicklungen, die noch fehlen, sind Drache, Geist, Stahl, Gestein, Kampf, Flug, Boden, Gift, Käfer und eine Mega-Entwicklung. Wenn ihr mich fragt, ich brauche ein Drachen-Evoli. Wieso können Pokémon nur 4 Attacken einsetzen? Das ist einfach ein ganz normales Element im Game-Design. Wenn jedes Pokémon oder jeder Krieger oder jeder Magier jeden Move beherrschen könnte, dann würde es ja keine bedeutende Entscheidung mehr geben. Dadurch, dass man eben eine Maximalanzahl hat an eben einsetzbaren Attacken, ist der Spieler dazu gezwungen, taktisch zu denken, um eben sein Team kreativ zu gestalten. Wenn wir über den Grund In-Universe nachdenken, dann ist das Ganze eine Regelung der Pokémon-Liga selbst. Also ist es eine Regel, dass nur 4 Attacken benutzt werden dürfen. Pokémon vergessen zwar auch manche Attacken,
stärken, aber solche Basic Moves wie eben dich zu beißen oder zu tackeln oder in die Luft zu werfen, können sie immer noch. Im Anime sehen wir ja oft, dass Ash den Movepool seiner Pokémon kreativ ausnutzt, um quasi neue Attacken aus den bestehenden Attacken zu erschaffen. Wie beispielsweise die Aqua-Knarre zur Verteidigung, der legendäre Konterschild. Wieso gibt man Pokémon eine CD fürs Attackenlernen? Ja, also komm schon, bin ich der Einzige, der sich gefragt hat, wo man die CD beim Pokémon reinstecken muss? Ja, erstmalig wurden in der dritten Generation die TM- und VM-Attacken als CDs visuell dargestellt. Im Anime zieht ein Pokémon eine Attacke, um sie zu lernen, oder erlernt sie einfach so. Vermutlich kommt die visuelle Entscheidung davon, dass Pokémon ja digital auf dem PC oder im Pokéball sind und man die Attacke per CD wie ein Betriebssystem auf das Pokémon lädt. Wäre auf jeden Fall humaner, als wenn man das irgendwo reinstecken müsste. Fels machen sich allerdings einen Spaß daraus zu sagen, dass auf der CD ein Trainingsvideo ist, das sich das Pokémon ansehen muss, um die Attacke zu verstehen und eben zu lernen. Aber vielleicht müssen sie es wie Yu-Gi-Oh! Aus Tsukaisen machen, indem sie einfach die CDs in den DVD-Player reinstecken, die Attacke sehen und sie so, naja, erlernen. Wie schnell kann man Pokémon Rot und Blau durchspielen? Mithilfe eines Glitches, bei dem man sich durch ein unsichtbares Inventar scrollen muss und damit sofort bei den Endcredits landet, kann man Pokémon Rot und Blau in weniger als 2 Minuten durchspielen. Der aktuelle Weltrekord wurde am 15.12.2023 aufgestellt und dieser liegt bei 1 Minute 17 Sekunden und 577 Millisekunden. Möchte man das ganze Spiel jedoch richtig spielen, liegt der aktuelle Weltrekord bei 1 Stunde 44 Minuten und 3 Sekunden. Was ist das höchste Level von einem Pokémon, das man fangen kann? Im Resortgebiet von Pokémon Platin ist es tatsächlich möglich, ein Level 100 Kappa dort zu angeln. Was es aber ganz schön nutzlos macht, weil, naja, es kann sich ja nicht mehr weiterentwickeln, weil es über die Level 100 Grenze nicht hinaus kann. Also quasi ein goldener Scheißhaufen. Die zweite Möglichkeit ist, dass man im Naturreservat von Pokémon Schwarz und Weiß 2 in der Lage ist, ein Level 100 Gyarados zu angeln. Was sind IVs und DVs? In Pokémon steht IV für Individual Values. IVs sind versteckte Werte, die die genetische Veranlagung eines Pokémon für seine Stärke in bestimmten Attributen darstellt. Höhere IVs führen zu besseren Werten in diesen Attributen und machen das Pokémon insgesamt stärker im Kampf. Deswegen gibt es Unterschiede in der Stärke der Pokémon. Und durch Züchten versucht man eben, die möglichst stärksten IV-Werte von einem Pokémon zu erreichen. Dabei braucht man meistens 5 perfekte Werte in allen Kategorien. Da man bei Pokémon ja zwischen physischen und Spezialangreifern unterscheidet, braucht man meistens nicht alle 6 IVs auf perfekten Wert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Porenta züchten wollt, lasst ihr das Ding so lange mit Ditto schmusen, bis eins rauskommt, was vielleicht 2 perfekte IV-Werte hat. Das schmust dann wieder mit Ditto rum, technisch gesehen also mit seiner Mutter, und irgendwann habt ihr dann ein perfektes Pokémon mit eben optimalerweise 5 perfekten IV-Werten. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt nämlich noch die EVs, die für Effort Values stehen. EVs sind Punkte, die ein Pokémon durch das Besiegen bestimmter Pokémon erhält und die ebenfalls seine Attribute beeinflussen. Trainer können also gezielt EVs sammeln, um die Stärke ihres Pokémon in bestimmten Attributen zu verbessern. Jedes Pokémon hat dabei eine Begrenzung für die Gesamtanzahl der EVs, die es eben erhalten kann. Bidisa zum Beispiel gibt euren Pokémon beim Besiegen 1 EV. Wenn ihr also ganz viele von den klatscht, wird euer Pokémon später starke KP-Werte haben, da Bidisa eben immer 1 EV-Wert für KP gibt. Optimalerweise solltet ihr also deswegen euer Porenta ganz viele Vulcanus klatschen lassen, weil diese euch eben Angriffswerte geben. Diese EV-Werte kann man aber in den letzten Pokémon-Spielen auch auf anderen Wegen erreichen. IVs sind die Genetik und EVs sind eben das, was man sich als Pokémon dazu trainiert. Was ist eine Nuzlocke? Nuzlocks kennen wir als Run von Pokémon-Spielern, bei denen Regeln aufgestellt werden, um das Spiel schwerer zu machen. Eine traditionelle Nuzlocke hat folgende Regeln. Wenn ein Pokémon im Kampf K.O. geht, ist es für den Run tot. Und pro Route darf man immer nur ein Pokémon fangen, was auch immer das erste sein muss. Optional gibt ihr den Pokémon auch Spitznamen, um eben eine emotionale Bindung mit ihnen aufzubauen. Die Nuzlocke wurde 2010 erfunden von einem College-Studenten, dem langweilig war. Dadurch, dass er neue Regeln erfunden hat, wurde das Spiel etwas schwerer und seine Pokémon damit auch wertvoller. Da sie eben sterben können, bauen Spieler eine emotionale Bindung mit ihnen auf. Und so hat das Spiel einen ganz neuen Reiz. Der Name Nuzlocke kommt daher, da Nick, der Spieler, sein ganzes Abenteuer online mit anderen geteilt hat, in Form von einem Comic. Er hat dabei einen Nuzleaf, also einen Blanas, gefangen und dieses sofort gestorben. Daher kommt die erste Hälfte des Namen. Das Wort Locke kommt daher, da in seinem Comic ein Meme entstanden ist, weil sein Nuzleaf das Gesicht von John Locke aus Lost bekommen hat. Ja, und aus diesem Meme wurde dann die Nuzlocke, die wir heute kennen. Wie viel Kohle hat Game Freak durch die Main-Pokémon-Spiele-Reihe verdient? Mit 324.089.000 verkauften Einheiten haben sie 16.177.000.000 Dollar verdient.
Ja, das war aber nicht genug, um die Grafik zu fixen. Warum kann jeder Pokémon-Professor sehen, ob ich mein Bike benutze? Das liegt daran, dass die Professoren, die sich alle kennen, einen Satelliten teilen, um eben ständig die Kinder zu beobachten, damit diese nicht mit dem Pokémon abhauen können, ohne den Pokédex zu vervollständigen. Das sehen wir sogar im Anime, denn dort hat Professor Eich einfach mal ein Pantimos bei Ash Mutter gelassen, damit er in der Zwischenzeit eine Geisel hat. Na gut, eigentlich nicht. Also der Spieler erinnert sich immer einfach nur daran, dass der Professor ihm gesagt hat, dass man sein Fahrrad bloß nicht drinnen fährt. Welcher Champion ist der stärkste im Spiel? Cynthia, weil, naja, nicht nur ist ihr Team geisteskrank gut gecovert und man ist zu dem Zeitpunkt, wo man den Champion besiegen sollte, nicht krass overlevelt. Nein, dazu kommt noch, dass man sich übertrieben einscheißt, wenn man den Soundtrack von ihr hört. Ich meine, wir alle wissen noch, wie wir in dieses eine Strandhaus in der Stadt Undula gegangen sind und einfach mal Cynthias Team angefangen hat zu spielen und wir alle übertriebenes PTSD von ihrem Knackrack bekommen haben. Theoretisch ist Red auch in Pokémon Gold und Silber immer noch da und Champion der Kanto-Liga und ist damit eigentlich der stärkste, aber ich würde sagen, er zählt nicht als traditioneller Champion. Welcher Champion ist der stärkste im Anime? Natürlich Ash. Ich meine, am Ende der Serie ist er nicht nur Champion, sondern World Champion und damit eindeutig der Beste, wie keiner vor ihm war. Wenn wir ihn aber rausnehmen, stellt sich dann die Frage, wer es verdient hätte. Leon, der ins Finale gekommen ist, oder Cynthia, die im Halbfinale gegen eben Ash verloren hat? Die Antwort ist aber einfach, weil, naja. Wie wird man in der Pokémon-Anime-Welt zum Champ? Im Pokémon-Anime darf man bei der Pokémon-Liga teilnehmen, sobald man 8 Arena-Orden hat. Die Pokémon-Liga ist ein Turnier, das einmal im Jahr stattfindet. Und man muss dieses gewinnen, um den amtierenden Champion herausfordern zu dürfen. Also etwas anders wie im Spiel mit der Top 4. Sollte man den Champ dann also schlagen, wird man selbst zum Pokémon-Liga-Champion ernannt. Wer sind die Champions der verschiedenen Pokémon-Ligen? In der Kanto-Region ist es blau und danach, naja, man selbst, also rot. In der Johto-Region ist es der Champion Siegfried. Troy macht es in der Höhenregion und danach halt Vasili, der ein echt sehr gewagtes Outfit trägt. In der Sinnoh-Liga, naja, Cynthia. In Schwarz und Weiß haben wir erstmal Lauro, der aussieht wie der klassische Anime-Opa und danach Lilia. In Kalos wird sich mit Diantha gekloppt, obwohl es echt wirklich extrem geil gewesen wäre, wenn Alan der Champion gewesen wäre von der Region, aber das ist ein anderes Thema. In Galar haben wir dann Deleon und in Paldea ist natürlich Kim Kardashian der Champion der ganzen Region. Wie hat Ash in allen Ligen abgeschnitten? Die Kanto-Liga finisht er als Top 16, die Johto-Liga als Top 8, die Höhenliga als Top 8, die Sinnoh-Liga als Top 4, die Einer-Liga wieder als Top 8, Kalos ist ja der Runner-Up, die Prüfung in Alola gewinnt er und beim Masters-Tournament gewinnt er gegen Troy als auch Cynthia, um schlussendlich im Finale gegen Leon der World Champion zu werden. Wer sind die Sieger der verschiedenen Ligen im Pokémon-Anime? Die Kanto-Liga hat leider ein unbekannter Trainer gewonnen, von dem wir nicht wissen, was er für Pokémon benutzt hat. Die Johto-Liga ging dabei an John Dixon. Ja, die Legende John Dixon. Die einzigen Pokémon, die wir von ihm gesehen haben, waren Galoppa und Rizeros. Die Höhenliga hat dabei Tyson gewonnen, der ein Mauzi mit, naja, Stiefeln hatte. Darüber hinaus hat er noch ein Metagross, Gewaldro, Donphan, Hariyama und Tengulis. Die Sinnoh-Liga ging an Tobias mit eben Darkrai und Latios. Er hat zwar noch mehr Pokémon gehabt, aber wir haben nur die gesehen, weil mehr braucht er nicht. Die Einer-Liga ging dabei an Virgil, der eben ein Team voll aus Evoli-Entwicklungen hatte. Die Kalos-Liga hat dann Alan gewonnen, obwohl sie Ash hätte eigentlich gewinnen sollen, aber die Schreiber haben ihn nicht gegönnt. Sein Team bestand aus Glurak, Metagross, Fazasnob, Ligaron, Calamanero, Despotar, Sneebuna und Cesurio. Das sind zwar mehr als 6, aber natürlich hat er die Pokémon immer wieder zwischen den Kämpfen geswitcht. Die Alola-Prüfung ging dabei an Ash, auch wenn es keine wirkliche Liga ist. Und das Masters-Tournament ging schlussendlich an Ash mit seinem Powerhouse von Team mit Pikachu, Dragoran, Lucario, Gengar, Lauchzelot und Pescragon. Was ist Tobias volles Team? Über sein Team ist bis auf seinen Darkrai und sein Latios allerdings nicht wirklich viel bekannt. Fans vermuten dennoch, dass die restlichen 4 Pokémon ebenfalls legendäre Pokémon sind. Das hat sogar einer der Director des Pokémon-Anime ebenfalls bestätigt. Ein Hinweis zu seinen weiteren Teammitgliedern wäre dabei das Opening, in dem wir ein Entei sehen. Ein paar Shots später, im gleichen Opening, sehen wir auch, dass Ash Pokémon gegen eben Tobias Darkrai kämpfen. Da er Latios hat, könnte man hier auch davon ausgehen, dass er ebenfalls Latias haben könnte. Der Rest seines Teams ist aber wirklich so gut wie unmöglich rauszubekommen. Wir wissen jedoch, dass Tobias jeden einzelnen Arena- und Ligakampf, bevor er gegen Ash antrat, nur mit seinem Darkrai alleine gewonnen hat. Nach dem Kampf mit Ash gewann Tobias dann die Liga und durfte deswegen gegen Cynthia höchstpersönlich antreten. Da wir aber sehen, dass Cynthia im weiteren Verlauf der Serie immer noch der Champion der Sinnoh-Region ist, können wir davon ausgehen, dass ihre Musik ihn absolut geklappt hat. Wie sieht die Winrate von Pikachu am Ende seiner Karriere aus? Wir haben hier tatsächlich einen Wert herauszufinden, wie Pikachu in seiner gesamten Karriere abgeschlossen hat.
Der YouTuber Lumnius Trainer Zack hat nämlich eine Statistik erstellt, wo wir sehen können, wie Pikachu abgeschnitten hat. Dafür hat er aber ein paar Regeln aufgestellt. Erstens, Wettbewerbe, wo Pokémon gegeneinander Attacken einsetzen, wird als Kampf gewertet. Zweitens, beide Kontrahenten müssen einem Kampf zustimmen. Drittens, eine Niederlage zählt nicht, wenn der Gegner von Ash gecheatet hat. Kämpfe in der Wildnis zählen nur, wenn ein Schiedsrichter dabei gewesen ist. Fünftens, wenn einer der beiden Kontrahenten den Kampf unterbricht, zählt er trotzdem. Filme zählen natürlich nicht rein. Dabei hat Pikachu eine Winrate von 68%. Er hat 132 Siege, 59 Niederlagen und 8 Unentschieden. War Professor Eich ein ehemaliger Pokémon-Champion? Nicht nur Manga wird klar kommuniziert, dass Eich in früheren Jahren Champion der Pokémon-Liga war. Nein, auch im Pokémon Origins Anime wird eindeutig angedeutet, dass Eich schon mal in der Ruhmeshalle war, da diese nur von Champions und eben ehemaligen Champions betreten werden darf. Und dort soll auch ein Bild hängen von seinem ehemaligen Team. In den Spielen Pokémon Blau und Rot ist es ebenfalls möglich, durch einen Glitch einen Trainerkampf gegen Professor Eich zu vollführen. Bei dem er das dritte übrig gebliebene Starter-Pokémon, also wenn du Glumanda nimmst, nimmt er die Rivale Shigi und Professor Eich hätte dann Pisasam. Abseits von dem dritten Starter-Pokémon hatte er noch Akani, Tauros, Kokobai und Garados. Außerdem waren die Pokémon alle stärker als die des aktuellen Champions Blau. Wer ist der stärkste Trainer im Anime? Da Ash der World Champion ist und Cynthia trotz ihrer krassen Musik besiegt hat, naja, ist er der aktuell stärkste. Wer ist der stärkste Trainer im Spiel? Gut, das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu kalkulieren, aber der YouTuber SmithPlays hat ein Video gemacht, in dem er mit Hilfe von einer AI Kämpfe simuliert hat. Jeder Trainer hat dabei 100 Mal gegen jeden anderen Trainer gekämpft. Und der Trainer, der dabei am erfolgreichsten rauskam, war Maastricht, der frühere Champion der Galar-Region. Eigentlich wäre er sogar noch stärker, da sein eigentliches Ass-Pokémon ja laut der Geschichte von Pokémon verstorben ist. Cynthia ist übrigens auf Platz 17. Hat Pokémon Animationsfehler? Natürlich hat auch der Pokémon-Anime Fehler. Sowas passiert und ist an sich nicht schlimm, aber dadurch gibt es echt lustige Szenen. Wie zum Beispiel die, wo man im Opening sieht, dass ein Shigi einfach mal an den Zubat geklebt worden ist. Und auch die eine Szene, wo Lucia mit ihren Mammuten kämpft und einfach mal zwei Pikachus hat. Oder das hier, das hier, als auch das. Ist der Pokémon-Manga anders als der Anime? Also, naja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Arenaleiter werden gekreuzigt. Es gibt eine Fusion aus Arctos, Lavados und Zapdos, die sich dann auch später irgendwie in Mew 3 verwandelt. In Pokémon-Kämpfen werden Pokémon einfach mal zersäbelt. Die Top 4 sind einfach auf der Katzke angelehnt, in Wahrheit böse und wollen die Menschheit zerstören, weil diese Pokémon schlecht behandelt haben. Also, Peter auf Steroide. Rayquaza hat sogar mal irgendwie Xenia durchstochen. Und verdammt, die Protagonisten des Pokémon-Adventure-Manga wurden einfach mal am Ende ihrer Serie in Steine verwandelt, so lange, bis sie Jahre später in der Smaragd-Storyline endlich befreit worden sind. Warum hat sich Pokémons Animationsstil so sehr verändert? Die Antwort darauf, warum in Alola der Pokémon-Anime einen komplett neuen Look bekommen hat, liegt darin, was in der vorherigen Serie passiert ist. Die X- und Y-Serie war eine Pokémon-Serie, wie wir sie noch nicht gekannt haben. Ash hatte hier einen richtigen Story-Arc, in dem es darum ging, dass er sich als Trainer weiterentwickeln musste. Auch sein Team in der Liga war dieses Mal ganz anders. Er hat nämlich alle Pokémon weiterentwickelt und das bestmögliche Team zusammengestellt. Der ganze Vibe von dieser Serie ist kein Pokémon-Anime-Vibe, sondern ein Battle-Shonen-Anime-Vibe. Ash wirkt hier auch nicht wie 10, sondern eher wie 16. Genau das hat auch das Animationsstudio hinter Pokémon so empfunden. Auch wenn sie die Staffel super fand, haben sie das Gefühl bekommen, dass sie eine radikale Änderung der Animation machen müssen, um den Charakter wieder jünger wirken zu lassen. Denn genau das ist eben Ash Ketchum, der 10-jährige Junge, der sein Pokémon-Abenteuer durchlebt. Außerdem kann die Arbeit an einem Anime, der so viele Folgen hat und keine wirkliche Story-Progression besitzt, sehr, sehr eintönig werden. Deshalb war der neue Animationsstil sehr wichtig, um eben frischen Wind in die Serie zu bekommen, damit die Animatoren die Möglichkeit haben, eine Serie an die Zuschauer zu bringen, die sie eben genießen können. Fans haben das Ganze natürlich sehr gemixt aufgenommen, da gerade XY Ash ein Fan-Favorite war. Und deshalb können wir auch sehen, dass in der Journey-Serie wir einen Ash haben, der eigentlich ein Mix ist aus eben den Ash aus XY und eben der Alola-Serie. Das gleiche gilt dabei auch für die Animation. Warum hat sich Ashs Augenfarbe verändert? Wir sehen, dass sein Schwarz in den Augen irgendwann zu einem Orange wurde. Eigentlich hat sich seine Augenfarbe aber nicht wirklich geändert. Da die Animation im Laufe der Serie nämlich besser wurde, konnte man einfach mehr Details erkennen und so hat man eben Ash richtige Augenfarbe sehen können. Wenn man genauer hinschaut, fällt aber auf, dass gerade in der ersten Season noch mehr Details bei den Augen waren, also man konnte öfter sehen, dass sie orange waren, und bei den Staffeln Johto und Hoenn erkennt man, dass man eher auf die schwarzen Augen gesetzt hat, weil es eben eine einfachere Animation ist.
Aber ja, seine Canon-Augenfarbe war immer das Classic Orange. Welche Pokémon-Folgen wurden verboten? Weltweit gibt es nur eine einzige Folge, die eben verboten worden ist. Nämlich die Folge 38 mit dem Titel Cybersoldat Porygon. Diese wurde nach ihrem Airing in Japan sofort verboten, da die blinkenden Lichter einer Rakete bei ungefähr 685 Kindern in Japan epileptische Anfälle ausgelöst haben und diese daraufhin ins Krankenhaus mussten. Die Folge 35 des Pokémon-Anime wurde bei uns übrigens auch verboten, da wir dort sehen, dass Ash mehrere Male in der Safari-Zone mit Knarren bedroht worden ist. Das war natürlich für die Kontinuität nicht so gut, da diese Folge die ist, wo Ash seine 30 Tauros fängt. Die Episode The Beauty and the Beach wurde ebenfalls verboten, da James dort Fake-Brüste getragen hat, um bei einem Bikini-Wettbewerb die 10-jährige Misty zu schlagen. Ja, ich habe da auch keine Worte für. So, Freunde, für die nächste Frage will ich, dass ihr euch mal ein Pikachu vorstellt. Wie stellt ihr euch vor, wie es aussieht? Wie stellt ihr euch seinen Schwanz vor? Und ich weiß, es hört sich cursed an, aber bitte denkt mal daran, wie ihr euch den vorstellt. Hat er einen schwarzen Fleck am Schwanz oder eher doch nicht? Also, kommen wir zur nächsten Frage. Wo ist Pikachus schwarzer Fleck am Schwanz hin? Ja, er hatte nie einen, aber irgendwie haben viele Pokémon-Fans, bestimmt auch der ein oder andere von euch, sich gefragt, wo der schwarze Fleck ist, weil man eben im Kopf hat, dass Pikachu einen hatte. Selbst AI-Generatoren zeichnen manchmal Pikachu mit eben einem schwarzen Fleck am Schwanz. Ich glaube einfach, dass viele Leute das heute noch im Kopf haben, da damals durch die Limitierung der Animation, also durch die Sprites, der Schatten am Schwanz so wirkte, als hätte Pikachu einen schwarzen Fleck. Entweder das, oder das Ganze ist ein riesengroßer Mandela-Effekt. Übrigens hat das Cosplay-Pikachu genau eben diesen schwarzen Teil des Schwanzes, den so viele Fans vermissen. Wie viele verschiedene Pikachu-Formen gibt es? Also, hauen wir erstmal die ganzen Pikachu-Klone durch. Wir haben da Pikachu Junior, Pika Blue, Pika Unnötig, Pika World Champion, Pika Batman, Pika Hamtaro, Pika WM-Ball 2010, Pika Emo, Pika Angry, Furry Pika, Pika Boruto, Pika Kanone, Pika Surfer, Pika Meme, Pika mit Drip, Detective Pika, Pika mit Halstuch, Pika mit Sailor Moon Cosplay, Pika mit Rey Mysterio Cosplay, Pika als Healer in einem MMORPG, Rocker Pikachu, Professor Pikachu, Horny J Pika, ach ja, ja, stimmt, gar nicht erwähnt. Raichu, aber ein cool, Fett Pikachu und Gigantamax. Fett Pikachu. Wer ist das Mädchen im ersten Pokémon-Anime-Intro? Ja, im ersten Opening der Serie taucht ein Mädchen auf, was in der Serie an sich aber niemals auftaucht. Da sie auch am Ende des Intro gezeigt wird, wirkt es so, als wäre sie ein wichtiger Charakter. Die Antwort ist hier aber ziemlich einfach. Sie wurde nämlich nur im deutschen als auch amerikanischen Intro später im Intro gezeigt. Im japanischen ist das Ganze ein wenig anders. Ja, die Lyrics machen das Ganze nämlich eindeutig. Sie sagen nämlich hier aus, dass man Pokémon wirklich überall finden kann. Im Wald, hinter den Bergen oder eben auch unter dem Rock eines Mädchens. Es ist also ein kleiner Witz. Das Mädchen hat also überhaupt keine Bedeutung. Welche Pokémon können Attacken lernen, die überhaupt nicht passen? Okay, um nur ein paar Beispiele zu nennen, gibt euch folgendes. Dickda kann Aeroas lernen. Rion kann Surfer lernen. Dodri kann fliegen. Keine Ahnung, benutzt seine komischen Köpfe als Flügel. Zubat hat Horrorblick drauf. Ich weiß zwar nicht, mit welchen Augen er das machen soll, aber bitte. Razaf hat Eisenschweif. Ich meine, bei Mankey macht das Sinn, aber bei Razaf, das Ding hat nicht mal einen Schwanz. Oh, er benutzt den anderen Schwanz. Felino kann Power Punch. Mit was? Und Golgantis kann fliegen. Das macht aber Sinn, weil er einfach so fliegt wie eben Iron Man. Welche Pokémon können Attacken nicht lernen, die sie aber eigentlich drauf haben sollten? Ja, nicht nur wurde Grudolf damit geschärft, dass er kein Drachen-Pokémon ist. Nein, er ist ein Flug-Pokémon und kann erst in Pokémon Gelb fliegen. Das heißt, in Pokémon Rot und Blau kann er es nicht. Schlurp konnte vor der zweiten Generation nicht die Attacke Schlecker, auch wenn er Jesse anderer Meinung ist. Taubsi kann kein Schnabel, weil keine Ahnung. Und Sengo kann so gut wie alle Zerschneider-Attacken, die es gibt, außer Zerschneider. Werden Starter-Pokémon nach einem bestimmten Muster designt? Ja, werden sie. Jedenfalls, wenn man den Fans glaubt. Wir sehen nämlich, dass Feuerstarter immer eine Anlehnung sind an eben Tieren, die man auch im chinesischen Tierkalender finden kann. Bei Pflanzen-Pokémon sind es meistens Tiere, die eben schon längst verstorben sind. Und bei Wasser-Pokémon sind es mal Gegenstände bzw. Waffen. Wobei ich sagen muss, dass das, naja, ein bisschen stretchy ist, weil das passt garantiert nicht zu allen Wasser-Pokémon. Cool ist es aber alle Male. Wo ist Tracy? Tracy ist ein Charakter, der im Orange Island Arc hinzugefügt worden ist. Der Grund dahinter ist einer, der echt überraschend ist. Die Schreiber der Serie haben nämlich gedacht, dass eben Rocco für die Zuschauer aus Amerika eventuell rassistisch rüberkommen könnte aufgrund seiner Augen. Masamitsu Hidaka hat in einem Interview verraten, dass sie eben Tracy erschaffen haben, um eben einen Charakter zu haben, der Rocco, wenn nötig, ersetzen kann. Sie merken dann aber schnell, dass es niemanden wirklich interessiert hat, wie Rocco aussieht und haben deswegen Tracy aus der Serie ziemlich schnell wieder gecuttet. Er ist auch der Charakter von Ashs Begleitperson, die am wenigsten Screentime hatte. Wir sehen ihn ab und an mal
wieder in einem Anime, aber wirklich sehr, sehr selten, zuletzt in Pokémon Journey, wo er kurz einen Auftritt gehabt hatte. Aber ich sag ehrlich, Tracy ist kein Verlust, weil er ist so ziemlich die dümmste Person im Pokémon-Universum. Er ist nämlich die Person, die ein Shiny Rihorn gesehen hat und auf die Idee kam, das Shiny Rihorn schwarz-weiß abzuzeichnen. Tut mir leid, Tracy, aber du bist es echt nicht. Was sind pseudo-legendäre Pokémon? Erstmal, für die Leute, die es nicht wissen, pseudo-legendäre Pokémon sind Pokémon, die von den Statistiken her, also von den Angriffs- und Verteidigungswerten, extrem stark sind. So stark, dass sie fast legendäre Pokémon sein könnten, aber keine sind. Insgesamt gibt es aktuell 10 Stück, nämlich Dragoran, Despotar, Brutalander, Metagross, Knackrag, Trikefalo, Viscogon, Grandidas, Katapultra und Espinodon. Was wurde aus Blaus Radikal? Ja, viele Fans glauben, dass Radikal gestorben ist. Sie denken, dass es vergiftet worden ist und Blau sich rechtzeitig zurück ins Pokémon Center geschafft hat. Das macht ja auch Sinn, weil wir sehen ihn das nächste Mal im Pokémon-Turm wieder und da könnte man ja davon ausgehen, dass er eventuell trauert. Die Wahrheit ist aber hier, dass es vermutlich einfach auf seine Box getan hat, weil, naja, dein Team war outdated, Radikal war zu schwach für die weiteren Arena-Orden und deswegen hat er ein anderes Team gebaut. Ist zwar langweilig, aber ist die Wahrheit. Wieso kann Mauzi sprechen? Ja, er hat sich das Ganze einfach selbst beigebracht. In seinem Flashback erfahren wir nämlich, dass er einen Crush hatte auf ein Mauzi, was aus einem reichen Haushalt stammte. Er wollte sie beeindrucken, indem er eben auf zwei Füßen läuft. Als das nicht geklappt hat, hat er sich im Dachboden einen Sprachkurs reingezogen und so das Sprechen erlernt. Aber am Ende war das Ganze nicht genug und naja, sein Crush ist mit Giovanni Snubilica durchgebrannt. Ja, mit dem Pokémon, was größer ist. Also kommt es wohl doch auf die Größe an. Warum tauchen Starter-Pokémon nicht in der Wildnis auf? Natürlich ist es klar, dass die Starter-Pokémon sich besonders anfühlen sollen, deswegen sind sie eben im Spiel selten. Die Entscheidung, die ihr trifft, würde ja keinen Sinn machen, wenn ihr auf der nächsten Route gleich einen weiteren Starter finden könntet. Was ist aber die In-Universe-Erklärung? Erstmal, im Anime ist es nicht so, da die Starter da nicht wirklich selten sind. Sie kommen ziemlich oft vor und leben sogar in Dörfern zusammen. Aber hey, Ash ist trotzdem einzigartig, weil er das einzige Gabor, was eben auf Sasuke macht. Im Spiel könnte man die These aufstellen, dass Starter-Pokémon nur noch von Professoren vergeben werden, weil sie eben vom Aussterben bedroht sind. Das macht sogar Sinn, da Starter-Pokémon eben zu 87% männlich werden. Also fehlen die Weibchen, um eben nachzuziehen und neue Starter rauszuschießen. Ja, das macht leider keinen Sinn, weil im Pokémon gibt es ja Eiergruppen, das heißt also, dass sich ein Glumander auch mit dem anderen Pokémon paaren könnte. Ja, also ist die einzige Erklärung, die wir haben, die, dass die Entscheidung wichtig sein muss und deswegen gibt es, naja, Starter-Pokémon nicht in der freien Wildbahn. Was wurde aus den anderen Starter-Pokémon, bevor Ash da war? Also, Shiki ging an Ash-Rivalen Gary. Ja, dieser hat auch ein Evoli und in Pokémon Gelb zum Beispiel hatte der Rivale auch ein Evoli als Starter. Im Anime hat Gary aber Evoli erst viel später gefangen. Was die Trainer von Glumanda und Bisasam angeht, haben wir leider keine Informationen. Wir wissen, dass sie existieren und wir wissen auch, dass sie ihr Abenteuer gestartet haben. Zum Beispiel erfahren wir, dass Ash den zweiten Orden ausgehändigt bekommt, weil Missys Schwester nicht kämpfen können, da eben alle drei anderen Trainer, Gary und die beiden Unbekannten, vorher da waren und ihre Pokémon geschwächt haben. Nachdem wir lange nichts von ihnen erfahren wir dann, dass eben die anderen beiden Trainer aufgegeben haben und Gary und Ash die einzigen sind, die eben alle 8 Orden sammeln konnten. Ja, ich denke, die beiden Trainer waren wohl ein Anime-Plot, der irgendwann verworfen worden ist. Kommen die Spieleprotagonisten auch im Anime vor? Für Kanto gibt es logischerweise keinen Red, da Ash ja eine andere Version von ihm sein soll. Das gleiche gilt auch für Blau, denn hier haben wir Gary. Die Johto-Protagonisten tauchen beide im Anime auf, aber nicht wirklich in der aktiven Serie, sondern in einem Spin-Off, nämlich Pokémon Chronicles. Ja, es stimmt, dass Red in Pokémon Origins ebenfalls einen Spin-Off von Pokémon auftaucht, aber Chronicles ist vom Artstyle viel, viel näher dran am eben OG-Pokémon-Anime als eben Origins. Außerdem ist bei Chronicles oder auch The Legend of Thunder Jackson zu sehen. Ein Pokémon-Trainer, den Ash in der Liga bekämpft. Wir sehen außerdem, dass im 13. Pokémon-Film eine Version von Gold gegen Ash selbst kämpft, die eben aus Soul Silver stammt. Und hat das Ganze gemacht, um eben die Remakes zu pushen. Denn der weibliche Protagonist ist dabei auch ein richtiger Charakter im Pokémon-Anime. In Höhen kennt ihr alle die Nummer. Mike ist natürlich fester Bestandteil der Gruppe von Ash und der Kindheitscrush Nummer 1 von sehr vielen Leuten. Brandon hingegen tritt nicht auf, aber hat ebenfalls einen kleinen Cameo-Auftritt im 9. Pokémon-Film. In Sinnoh haben wir statt Mike eben Lucia, also sie ist auch ein aktiver Charakter der Show. Und wir sehen auch im 11. Movie, dass eben Lucas einen Auftritt hat und hier auch gegen Brandon kämpft. Was einen angeht, gehen Hilda und Hilbert komplett leer aus. Das gleiche gilt auch für die Protags von eben Schwarz-Weiß 2. In Kalos kommt dann der weibliche Protagonist, nämlich Serena, wieder mit, die übrigens auch sehr beliebt war bei den Fans. Kalem hat hier übrigens überhaupt keinen Auftritt, denn hier beginnt auch die Ära von Pokémon, wo eben die Protagonisten angepasst werden können, damit sie eben den Spieler, also uns, ähnlicher sehen. Deswegen war es auch so, dass Alola-Trainer es überhaupt nicht in den Anime geschafft haben und in Galar sehen wir die Protagonisten ebenfalls nicht. Das liegt aber auch daran, dass der Anime grundlegend anders ist. Hier wird nicht die Region abgeklappert, Ash hat hier ein besonderes Turnier und nimmt am Ende am Masters-Tournament teil. Wodurch ist Ditto entstanden?
Ja, das ist sehr offensichtlich. Wir wissen, dass Dr. Fuji irgendwie im Niemandsland DNA von Mew gefunden hat und dabei versucht hat, Mewtwo zu erschaffen, was ihm schlussendlich auch gelungen ist. Doch in diesen Versuchen kam es dazu, dass er eben Pokémon erschaffen hat, die nicht ganz Mewtwo-mäßig waren, also quasi Ditto. Ein starker Hinweis darauf, dass Ditto eben nichts mehr ist als ein gescheiterter Mew-Klon, ist eben, dass Ditto und Mew die einzig beiden Pokémon sind im Spiel, die die Fähigkeit Wandel drauf haben. Außerdem haben beide exakt das gleiche Gewicht mit eben 4 Kilogramm. Wie funktioniert die Fangrate in Pokémon? Jedes Pokémon hat eine Fangrate, die einem Wert zwischen 3 und 255 entspricht. Wobei eine niedrige Fangrate heißt, dass das Pokémon schwer zu fangen ist und eine hohe, dass es leicht zu fangen ist. Ein weiterer Wert ist die Fangquote, die bestimmt, wie effektiv der geworfene Ball ist, und natürlich müssen die KP als auch die Statusveränderung eingerechnet werden. Wird ein Ball geworfen, so wird zum Beispiel beim Hyperball ein Wert zwischen 0 und 150 generiert. Diesen nennen wir einfach mal B. Bei einer Statusveränderung setzen wir den Wert S. Bei Schlaf oder Gefriedung liegt S bei 25 und bei Gift, Brand und Paralyse bei 12. Ohne Statusveränderung liegt S bei 0. Nun rechnen wir S von B ab, also den Zufallswert minus den Statuswert. Dadurch erhalten wir den Wert Z. Ist Z nun kleiner als 0, ist das Pokémon gefangen. Ist Z größer als 0, so wird die KP eingerechnet. Die kürzen wir hier mit K ab. Die aktuelle KP oder auch KA werden durch 4 geteilt und ergeben so den Wert X1. Die Maximal-KP des Pokémon werden dann mal 255 gerechnet und durch B geteilt und geben so den Wert X2 raus. Nun teilen wir X2 durch X1 und erhalten so den Wert K2. Dann wird K2 mit der Fangrate des Pokémon verglichen. Ist K2 nun kleiner als die Fangrate, so gilt das Pokémon als gefangen. Und wenn sie größer ist, musst du es eben nochmal versuchen. Gibt es Pokémon, die anders aussehen als man eigentlich denkt? Durch die Magie der Sprites gibt es so manche Pokémon, die wir uns das Vorschaubild anders vorgestellt haben, als sie wirklich aussehen. Ich meine, durch die Sprites kommt sie auch einfach mal vor, dass ein Baum aussehen kann wie Markus Rühl. Oder eben, dass Impagato so einen juicy Ass hat, dass du einfach mal deine Freundin verlässt. Ja, was ich aber eigentlich meine, ist eben sowas wie zum Beispiel Amaldo. Da dachte ich früher nämlich immer, dass die roten Punkte bei ihm seine Augen wären. Ja, und Wampitz ist ein ganz weirder Case. Er ist nicht mal ein Sprite, aber bei dem Typen dachte ich einfach mal, dass die Augen von ihm aussehen sind, aber nein, die sind in der Mitte. Das habe ich aber erst nach meinem ganzen Playthrough gemerkt, und hätte ich das vorher gecheckt, hätte ich ihn niemals in mein Team aufgenommen. Darkrai ist dabei auch nicht mehr ganz so cool, wenn sein Design auf einmal so aussieht, als wäre er eine prima Ballerina. Und bei wohin genau frage ich mich bis heute, ob vielleicht sein Schwanz sein wahrer Körper ist. Aber hey, vielleicht bekommt er ja irgendwann mal eine Entwicklung oder Alternativform, wo wir sehen, dass eigentlich das kleine Ding da unten sein wahrer Körper ist. Was sind die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Pokémon? Mit Generation 4 wurden Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein bei Pokémon eingeführt. Manche davon sind so klein, dass man sie kaum wahrnimmt, und manche sind so eindeutig, dass sie aussehen wie komplett andere Pokémon. Und manche sind so cursed wie Flamly, was einfach, keine Ahnung, nur einen Punkt am Po als Unterschied hat. Ja, okay, ich weiß, was ihr gedacht habt, aber eigentlich ist das Ganze eine Anlehnung an das Real-Life-Chicken, was auch so einen Punkt hat. Warum finden Leute Pokémon heiß? Also, naja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Manche Leute spielen Pokémon halt etwas anders. Smash. Okay, ich meine, bei Designs wie Gardevoir oder Slowpoke wusste Game Freak ganz genau, was sie tun. Ich meine, verdammt doch mal, die haben Slowpoke in der Mega-Entwicklung einfach mal eine enge Leggings gegeben. Und naja, die Pracht von Impagator kennt ja auch jeder von euch. Schlurp soll übrigens auch ziemlich beliebt sein bei den Frauen, keine Ahnung warum. Außerdem hat der Pokémon-Anime einige Leute echt ruiniert. Und bei Austoss will ich gar nicht erst anfangen. Ja, während ich eine Bindung mit meinen Pokémon aufgebaut habe, weil ich zusammen mit ihnen die Höhenliga gepackt habe, schaut dort an Gewalt durch, werde ich niemals vergessen, mein Bruder. Ja, keine Ahnung, haben Leute irgendwie eine etwas komplett andere Bindung mit Pokémon aufgebaut. Und man muss dazu sagen, der Pokémon-Anime ist nicht unschuldig, weil verdammt nochmal, was hat Scudderborn damals mit Peter Sam gemacht? So, zum Schluss gibt es hier nochmal ein paar persönliche Fragen. Also, los geht's. Was ist dein lieblingslegendäres Pokémon? Ich glaube, ich spreche vielen Leuten aus der Seele, die in einem ähnlichen Alter sind wie ich, wenn ich sage, das absolute beste legendäre Pokémon ist mit Abstand Rayquaza. Was sind meine Lieblings-Pokémon aus jeder Generation ohne Starter, legendäres Pokémon und Lieblings-Pokémon? Wieso ohne Lieblings-Pokémon werdet ihr gleich schon verstehen, aber wir gehen hier auch jede Generation durch. Generation 1, ganz klar für mich Gengar. Generation 2 ist für mich, ja, Scudderborn. Ich liebe ihn durch den Anime, aber ich finde design-wise ist er sehr simpel, aber sehr geil.
Generation 3, ja, ich bin auch nur ein Mann, Meter groß. Generation 4 habe ich mir schwer getan, weil es viele coole Pokémon gibt. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich hier den Pick Skogro geben. Weil ich finde, Skogro ist auch einfach ein geiles Pokémon. Generation 5 ist Stalobor. Ja, das ist ein wirklicher Mainstream-Pick. Aber was soll ich tun, mein Herz sagt mir einfach ja. Generation 6 geht weiter mit Fiaro. Ein absolut geiles Pokémon, Hammer-Design. Und einer der besten Flug-Pokémon, die man am Anfang bekommen kann von jeder Generation. Seien wir ehrlich, Fiaro ist absolut krass. Generation 7... Ja, also ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nicht was gefunden, was ich echt super krass finde, deswegen habe ich Wolverock genommen. Generation 8, das ist ein kontroverser Pick, aber da muss ich sagen, hat der Anime auch richtig krass reingehauen. Ich muss sagen, mein Lieblings-Pokémon aus dieser Generation ist Pescagon, weil, keine Ahnung, ich habe ihn in meinem Run nicht gespielt, aber ich habe ihn im Anime mit Ash einfach lieben gelernt. Und für die letzte Generation ist mein Lieblings-Pokémon Delfinator. Ja, das Ding ist einfach cool. Was sind meine Hass-Pokémon aus jeder Generation? Okay, hasst mich danach, aber das sind die Picks, die ich echt nicht leiden kann. Generation 1, Amoroso. Eigentlich wäre es Slimeok gewesen, aber er ist wegen dem Anime irgendwie cool für mich. Generation 2, Inkognito. Ich meine, was soll man damit tun? Also wirklich, wer hat das Ding gespielt? Niemand. Generation 3, Libiscus. Was zum Teufel ist das? Das ist das langweiligste Pokémon, was ich jemals gesehen habe. Generation 4, Schnurgast. Ich weiß, es macht Sinn wegen der Katze, aber das Ding sieht verdammt nochmal hässlich aus. Generation 5, ja komm, der Müllsack. Was soll ich sagen? Generation 6, ich weiß, viele lieben es, ich aber nicht. Klavion ist ein komisches Pokémon, es ist ein Schlüssel, ich fühl's überhaupt nicht. Generation 7, Knierfisch, hatten wir gehabt, das Ding. What the hell, Bro? Generation 8, Servol, weil ich sehr wohl vergessen habe, dass dieses Ding überhaupt existiert, bis ich mir den Bilderdex reingezogen habe. Und die letzte Generation ist, ja, Farmyips, weil ich mag die Mäuse aus Demon Slayer, aber dieses Ding, what the hell? Was ist deine Lieblings-Pokémon-Generation? Meine Prime war einfach Pokémon Smaragd. Das war das erste Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe und was ich gesuchtet habe. Pokémon Smaragd und Pokémon Pearl sind die Spiele, wo ich am meisten Spielzeit hatte. Aber Pokémon Smaragd habe ich wirklich komplett tot gegrindet und deswegen wird es für immer und ewig meine Lieblingsregion als auch Lieblingsgeneration sein. Zumal ich auch hier finde, dass die Ära in der Pokémon ist, also dass diese Sprite-Ära vom Look für mich das geilste Pokémon-Erlebnis ist. Was sind meine Pokémon-Starter-Picks? So Leute, pass auf, ich mach das hier kurz und schmerzlos und meine Antwort ist die einzig richtige. Also, Glumanda, Kani sein Mani, hier wird's schwierig, aber Gekabor, weil es sind kein Starter, mit dem ich mehr Zeit verbracht habe. Bei der vierten Gen sind alle Goals eindeutig und ich muss mit Panflam gehen. Tut mir leid, Chillas. Fünfte, naja, ist mir eigentlich relativ egal. Ich gehe hier mal mit, naja, Serpifeu. Aber irgendwie sind alle nicht so prickelnd. Proxy, eindeutig, sollte klar sein. Dann die Testo-Katze, auch absolut klar. Grookey ist mein Boy für immer und ewig. Und aus der letzten Gen nehme ich natürlich Kanimani als Feuerstarter. Wie sieht mein Team aus Lieblings-Pokémon aus? So, meine absoluten Top 6 Lieblings-Pokémon of all time. Quajutsu, Ambidiffel, Elevoltec, Gewaldro, Dragoran und meine absolute unangefochtene Nummer 1 für immer und ewig, denke ich jedenfalls, Lauchzlot, der absolute Giga-Chat.